Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Special-Thema und zwar um das ganze Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Da gab es in den letzten Jahren viele Änderungen, viel hin und her und so weiter. Ehrlicherweise wird das Thema natürlich in der Masse nicht besonders oft gefragt, aber für diejenigen, für die das Thema interessant ist, die finden dazu wenig Informationen. Ich habe natürlich wie sonst auch immer eine Präsentation vorbereitet und auch ähnlich wie letzte Woche bei dem Firmenwagen wird es eine Aufzeichnung geben dazu und könnt ihr auch, euch noch später aufrufen. Aber jetzt springen wir quasi einmal rein in die Präsentation. Thema heute, wie gesagt, ist die gleichgeschlechtliche Ehe. Wir blicken ein wenig mal zurück in die Vergangenheit. Was gab es da an Veränderungen, an Themen und so weiter? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Und wie macht ihr heute eigentlich idealerweise eure Steuererklärung? Was gehört dazu? Was solltet ihr wissen? Und so weiter. Das ist unsere Agenda für heute. Zumindest die, die ich vorbereitet habe. Wenn ihr Fragen habt, dann bin ich auch vollkommen fein damit, den ganzen Tag quasi Fragen zu beantworten. Und genau, jetzt solltet ihr mich auch sehen. Das heißt, wir schauen einfach mal zurück, wie hat sich das Ganze entwickelt? Gleichgeschlechtliche Ehe, wann war was erlaubt und nicht erlaubt? Wann gab es irgendwelche Fristen und was ist so die, ich würde mal sagen, Roadmap? Wir sind in den letzten Jahren doch durchaus vorangekommen, da gab es einige Änderungen. Und darauf gehen wir einmal ein. Dann geht es ein bisschen darum, was zwischen der, ich würde mal sagen, ja, der Hetero-Ehe und der gleichgeschlechtlichen Ehe, welche Unterschiede gibt es noch, welche Positionen gab es da und so weiter. Aber wäre jetzt blöd, wenn ich immer nur den Vergleich ziehen soll. Wir gehen auch einfach mal, geben einen kurzen Einblick darauf, wer muss denn eigentlich generell die Steuererklärung abgeben? Macht es Sinn, das zusammen zu machen? Wann ergibt es Sinn, das zusammen zu machen? Und wann sollte man es getrennt machen? Ich gehe auf das ganze Thema Kinder noch mal kurz ein und anschließend auch, ich würde mal sagen, das ist ein kleiner Ausflug, welche Formulare müssen eigentlich abgegeben werden. Weil auch da kriegen wir relativ häufig Fragen und da gibt es auch noch ein vertiefendes Video, das veröffentlichen wir am Donnerstag. Und zwar haben wir dazu generell allgemein Steuererklärungen, welche Anlagen müssen eigentlich abgegeben werden, was muss eigentlich in der Steuererklärung alles angegeben werden und was könnt ihr alles absetzen. Dazu gibt es zum Teil auch schon einige Videos auf diesem Kanal, kommt aber am Donnerstag, gibt es auch nochmal ein Vertiefungsvideo, was speziell in der Steuererklärung 2020 angegeben werden muss. Da gehe ich also heute nur so ganz oberflächlich drauf ein. Das betrifft natürlich alle Ehen. Also ob gleichgeschlechtlich, verschiedengeschlechtlich oder vollkommen unerheblich, sobald ihr quasi eine Ehe habt, dann gilt das für euch auch mit den Anlagen und so weiter. Da gibt es keine Besonderheiten. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert und wenn dich auch generell die steuerlichen Themen interessieren, speziell für Selbstständige, dann abonniert doch diesen Kanal, denn es gibt regelmäßig neue Videos und speziell am Donnerstag nochmal ein Vertiefungsvideo für die Steuererklärung 2020. Wenn du unser Mandant bist, dann ist das, würde ich mal sagen, eher so ein rein informatives Ding, weil dann machen wir ja für dich die Steuererklärung. Wenn du speziell dann zu deinem Bearbeitungsstand auch Fragen hast und so weiter, dann frag uns einfach in der Contest-App, schreib uns eine kurze Nachricht oder eine E-Mail an steuern@contest.com. Wenn du selbstständig bist und Steuerberater suchst, dann findest du quasi unter diesem Video auch einen Link. Da kannst du dich einmal registrieren, da findest du mehr Informationen zu dem, was wir machen wie und so weiter. Und dann können wir dir auch gerne helfen bei all deinen steuerlichen Themen. Ich würde aber sagen, gehen wir rein. Und zwar gehen wir einmal in die Präsentation rein, gehen wir in den Jahren, aber auch noch mal viele, viele Jahre zurück, und zwar 20. Ich werde euch jetzt nicht mit Geschichtsunterricht langweilen, aber 2001 war doch ein wichtiges Jahr, weil das erste Mal rund um die gleichgeschlechtliche Ehe Änderungen gab. Und zwar konnten, beziehungsweise damals war es noch keine Ehe, das waren halt die sogenannten eingetragenen Lebenspartnerschaften, die konnten in Deutschland ab 2001 begründet werden. Das heißt, man konnte quasi eine eingetragene Lebenspartnerschaft gründen mit seinem Mann oder seiner Frau. Das war vermeintlich ein Schritt nach vorne. Ich würde mal sagen, aber eher so vom Gefühl her Schritt nach vorne und noch nicht wirklich, was die Rechte betrifft. Weil es war noch nicht möglich, eine gemeinsame Steuererklärung zu machen. Es gab auch sonst keine Vorteile, die sonst Ehepartner hatten. Das war erstmal Stand 2001. Und dann ist das über die Jahre hinweg, wird das immer erweitert und ausgeweitet. War, ich würde mal sagen, ein harter Kampf in den Jahren. Im Jahr 2005 wurde zum Beispiel das Unterhaltsrecht angeglichen.
Das heißt, nach der Trennung gelten gerade für den Kindesunterhalt und so weiter einfach die gleichen Regelungen wie bei Ehepartnern. Dann wurde die Stiefkindadoption, die bis dahin verboten war, auch zugelassen. Und auch die bei Lebenspartnern, bei der hinterbliebenen Versorgung und so weiter berücksichtigt. Das heißt, so kleine Mini-Schritte wurden dann langsam getan. Bis quasi 2013, das, ich würde mal sagen, dass das wichtigste Jahr war. 2013 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ey, lieber Gesetzgeber, so funktioniert es nicht. Ihr müsst gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Ehe, ich würde mal sagen, klassischen Ehe, die es vorher schon im Steuerrecht so gab, die müsst ihr gleichstellen. Das heißt, eine gleichgeschlechtliche und verschiedengeschlechtliche Ehe, die muss gleichgestellt sein. Das ist erstmal das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, was automatisch noch nicht bedeutet hat, dass danach sofort ein Gesetz existiert hat, das quasi alles gleichgestellt hat. Denn insbesondere CDU und CSU war dann dagegen, die haben immer dagegen gearbeitet. Und das Verfassungsgericht hat es dann quasi möglich gemacht, dass man quasi eine gemeinsame Veranlagung machen konnte, dass man zusammen eine Steuererklärung machen konnte, aber nur für diejenigen, die damals auch schon Einspruch eingelegt haben, gegen alle Steuerbescheide immer einen Einspruch angelegt und so weiter. Das kann ich mich auch noch daran erinnern. Zu dieser Zeit hatten wir tatsächlich ein paar gleichgeschlechtliche Partnerschaften, eingetragene Lebenspartnerschaften und haben dann jedes Jahr einen Einspruch eingelegt und also Einspruch gegen das gegen den Steuerbescheid eingelegt und immer beantragt, dass die Entscheidung darüber ruhen zu lassen, bis das Bundesverfassungsgericht quasi darüber entschieden hat. War super viel Arbeit. Ehrlicherweise haben das die wenigsten Leute gemacht, die halt keinen Steuerberater hatten, weil da musste man halt genau wissen, wie man die Anträge stellen mussten und so weiter. Genau, aber das wurde erstmal, die Grundlage wurde da 2013 damals gelegt. Dann hat relativ träge der Gesetzgeber angefangen zu arbeiten. Damals schwarz-gelbe Koalition. Und die haben dann langsam sich mal auf den Weg gemacht, um quasi zwangsläufig sich damit mal zu beschäftigen. Und es war damals halt möglich für diejenigen, die regelmäßig in Anspruch gemacht haben, quasi die Zusammenveranlagung quasi durchzuführen. In den darauffolgenden Jahren ging es auch so scheibchenweise weiter. Das heißt, da wurde zum Beispiel die Erbschaftssteuer erweitert. Erbschaftssteuer gibt es unterschiedliche Steuerklassen, je nachdem, wie eng man miteinander verwandt ist. Die eingetragenen Lebenspartnerschaften waren damals, davor zumindest, noch nicht in Steuerklasse 1 bewertet. Das heißt, es gab viel niedrigere Freibeträge für die Steuer. Und inzwischen ist es aber so, dass für die Schenkungssteuer könnt ihr 500.000 Euro an euren Partner quasi schenken oder jetzt Ehepartner oder eingetragene Lebenspartnerschaft könnt ihr 500.000 Euro verschenken, ohne Schenkungssteuer zahlen zu müssen. Das Gleiche gilt auch für die Erbschaftssteuer, weil die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer ist quasi eingesetzt, gilt das Gleiche. Das heißt, ihr könnt eurem Ehepartner bis zu 500.000 Euro steuerfrei vererben. Und was auch gekommen ist, und das ist ein wichtiger Punkt, und da komme ich auch gleich noch dazu, mit einem Berechnungsbeispiel und so weiter, da ging es um das Ehegattensplitting. Warum das sinnvoll ist und wann das sinnvoll ist und wie ihr das für euch vielleicht rausfinden könnt, dazu komme ich gleich. Das heißt, das wurde dann eingeführt und das entscheidende Jahr dafür, das heißt da, wo dann endlich das Gesetz da war und das rechtlich ermöglicht wurde, war das Jahr 2017. Und zwar ist in Deutschland grundsätzlich Eheschließungen seit Oktober 2017 für Homosexuelle möglich. Das heißt, seitdem gibt es Ehen. Und Deutschland ist ein bürokratisches Land. Gleich eingetragene Lebenspartnerschaften und Ehen sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ihr also vor 2017 zusammen seid, also verheiratet waren und ihr eine eingetragene Lebenspartnerschaft hattet vor 2017, dann ist das nicht automatisch eine Ehe geworden anschließend. Und ihr habt auch nicht die gleichen steuerlichen Rechte, wenn ihr eine eingetragene Lebenspartnerschaft, sondern erst, wenn ihr die Ehe habt. Das heißt, ihr müsst es quasi noch einmal umwandeln, je nachdem, ob ihr das gemacht habt. Wenn das bei jemandem von euch Zuschauern jetzt gerade relevant ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe aber auch, falls es für dich interessant ist oder auch falls du die Aufzeichnung später mal schaust, falls du noch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebst und noch nicht in einer Ehe, das sprengt so ein bisschen den Rahmen für dieses Video. Ich habe dir aber unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt, wie ihr das umtragen könnt. Das macht ihr beim Standesamt, sprengt so ein bisschen den Rahmen, hat auch jetzt steuerlich nicht, also natürlich Auswirkungen, aber wenn ihr das quasi noch umwandeln müsst oder das noch nicht getan habt, dann findet ihr unten zumindest einen Link, wo beschrieben ist, wie ihr das machen könnt. Und
wenn ihr das umgewandelt habt, also entweder wart ihr vorher schon verheiratet und habt jetzt quasi das umgewandelt und lebt jetzt in einer Ehe, oder ihr habt einfach nach Oktober 2017 geheiratet und lebt jetzt in einer Ehe, dann habt ihr steuerlich gesehen und auch sonst habt ihr alle Rechte und auch Pflichten, die man mit einer Ehe eingeht. Das heißt, da gibt es jetzt quasi keine Unterschiede. Das bezieht sich insbesondere auch um den Umgang mit Kindern und Unterhaltsverpflichtungen und Rechte und so weiter, aber insbesondere halt auch steuerlich. Und genau das schauen wir an. Und genau, wenn ihr jetzt quasi heiratet, also danach geheiratet habt, dann bin ich mir relativ sicher, dass ihr eine Ehe abgeschlossen habt. Steuerlich gibt's seitdem keine Unterschiede. Warum machen wir denn das ganze Webinar, fragst du dich vielleicht? Gute Frage, weil es natürlich auch noch die Vorjahre gibt. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise angestellt bist und noch nie eine Steuererklärung abgegeben hast, dann kann man ja grundsätzlich, allgemeine Regel ist, bis zu 4 Jahre in die Vergangenheit noch eine Steuererklärung abgeben. Das heißt 2020, 2019, 18, 17. Und dann sind wir plötzlich in dem Jahr, das noch relevant ist. Und auch wenn ihr beispielsweise jetzt geheiratet habt oder vorher eingetragene Lebenspartnerschaft habt, das jetzt erst umgewandelt habt, wann macht ihr eigentlich welche Steuererklärung und wie verhält sich das alles? Genau das schauen wir uns gleich einmal an. Grundsätzlich ist es ja so, dass Selbstständige quasi arbeiten, die machen Umsätze, haben Betriebsausgaben und so weiter und ermitteln dann quasi ihren Gewinn mit einer Einnahmenüberschussrechnung, haben dann einen Gewinn und müssen darauf aufbauend dann quasi ihre Steuererklärung machen und zahlen dann quasi Steuern basierend auf dem tatsächlichen Gewinn. Bei Angestellten ist das ja ein bisschen anders. Angestellte haben Steuerklassen. Und da kommen wir auch in einem praktischen Beispiel dazu, dass wahnsinnig häufig die Frage von Selbstständigen, welche Steuerklasse sie denn haben. Steuerklassen gibt es als Selbstständiger nicht, weil als Selbstständiger setzt das Finanzamt Vorauszahlungen, quartalsweise Vorauszahlungen fest, da gibt es aber keine Steuerklassen. Da berechnet ihr sowieso immer die tatsächliche Steuerschuld. Wenn ihr aber quasi in einer Ehe lebt, dann werdet ihr grundsätzlich und angestellt seid, dann habt ihr ja, wenn ihr Single seid und auch quasi, wenn ihr auch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, dann habt ihr Steuerklasse 1. Wenn ihr das umwandelt in einer Ehe oder heiratet, dann springt ihr quasi von 1 automatisch auf 4. Und zwar 4 ist quasi gleichgestellt für beide, wenn beide ungefähr gleich viel verdienen. Dann seid ihr automatisch nicht mehr in 1, sondern in 4. Wenn ihr unterschiedliche Einkommen habt, dann solltet ihr nicht beide in Steuerklasse 4 sein, sondern die Steuerklasse 3 und 5 fehlen. 3 für denjenigen, der mehr verdient und 5 für denjenigen, der weniger verdient. Und genau diese Möglichkeiten, die haben gleichgeschlechtliche Ehen dann seit 2017 oder wenn ihr das auch jetzt dieses Jahr jetzt erst umtragt, dann quasi ab diesem Jahr, weil das ist quasi ein Recht oder eine Möglichkeit für Ehen und nicht für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Der Wechsel der Steuerklassen, das kann man natürlich auch hin und her wechseln, das heißt manchmal ändern sich ja auch Einkommen, könnt ihr einmal im Jahr vornehmen. Was da die große interessante Frage ist für alle, und das bezieht sich übrigens auch gar nicht nur auf gleichgeschlechtliche Ehen, sondern auf alle Ehen, ist: Wann und wie macht es eigentlich Sinn, zusammen veranlagen oder nicht? Und ich habe mir gedacht, da machen wir heute doch mal einen kleinen Exkurs. Und zwar gucken wir uns einfach mal an, wann das eigentlich Sinn ergibt, gemeinsam eine Steuererklärung zu machen und wann ergibt es Sinn, getrennt zu veranlagen. Wie gesagt, das gilt für gleichgeschlechtliche Ehen genauso wie unterschiedliche geschlechtliche Ehen. Und zwar, was wichtig da zu verstehen ist, wie funktioniert eigentlich unser Einkommensteuergesetz. Wir sehen, Moment, ich muss jetzt gucken, links von mir, sehen wir einen wunderschönen Graphen. Ja, perfekt. Ich habe so einen kleinen Überschnitt, aber jetzt sehe ich, das ist links von mir. Links von mir sehen wir einmal eine blaue Linie und eine rote Linie. Und zwar steigt unser Einkommensteuersatz an mit steigendem Einkommen. Das heißt, wenn ich mehr Geld verdiene, also mein Gewinn steigt als Selbstständiger, dann wird der letzte Euro immer mehr versteuert und quasi mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, steigt nicht nur natürlich die gesamte Steuer, also die absolute Anzahl an Steuern, die steigt auch, aber auch der Anteil, den ich versteuern muss. Das heißt, jeder Euro, den ich verdiene, steigt um kleinen Prozentsatz der Anteil der Steuern quasi. Und zwar die ersten 9.744 Euro ist der Steuersatz 0.
Das heißt, da zahle ich überhaupt gar keine Steuern. Und zwar auch nie. Auch wenn ich 100.000 Euro oder 1 Million verdiene oder 10 Millionen, die ersten 9.744 Euro, das ist der Grundfreibetrag, der ändert sich auch jedes Jahr, der steigt immer so ein bisschen an, der wird immer mit 0 Euro versteuert. Dann, wenn ich darüber hinauskomme, das heißt 9.745. Euro, der wird bereits versteuert und der wird besteuert quasi mit dem ersten Steuersatz und der liegt bei 14%. Und dann steigt diese 14%, dann werden es 14,1, 14,2, 14,3 und so weiter. Da gibt es so eine mathematische Formel im Steuergesetz und jeder Euro mehr wird ein kleines bisschen mehr versteuert. Und das ist quasi der Grenzsteuersatz. Und das ist quasi die blaue Linie neben mir. Das ist quasi der Grenzsteuersatz. Das ist immer der Euro, mit dem der nächste Euro versteuert wird. Und hier sieht man auch das Einkommen. Bei 5.000 Euro liegt das noch bei 0. Und dann steigt das bei 50.000 Euro, sind es knapp 42%. Und dann bei 500.000, 1 Million und so weiter gibt es dann nochmal so einen Spitzentarif. Der liegt dann bei 45%. Aber wozu führt das? Wenn ich so immer meinen nächsten Euro versteuern, dann habe ich natürlich einen durchschnittlichen Steuersatz. Und zwar nehme ich mal davon aus, dass ich genau 9.745 Euro verdiene. Das heißt, genau 1 Euro muss versteuert werden und da zahle ich genau 14%. Das heißt, ich zahle 14% auf den 1 Euro, das heißt, ich zahle 14 Cent Steuern auf ein Einkommen von 9.745. Das ist natürlich prozentual auf mein Gesamteinkommen viel, viel niedriger. Und dadurch, das ist quasi der Durchschnittssteuersatz und das ist übrigens auch der Steuersatz, den du in der Contest-App einstellen solltest, wenn du da eintragen sollst, wie viel Steuern du zur Seite legen sollst. Dann geht es immer um den durchschnittlichen Steuersatz und nicht um den Spitzensteuersatz, weil da interessiert dich ja, wie viel Steuern zahle ich insgesamt auf mein gesamtes Einkommen. Das ist die relevante Frage. So verhält sich das und in der Theorie landen wir nie bei 45%. Natürlich gibt es einen Spitzensteuersatz von 45%, aber dadurch, dass die ersten Euros immer steuerfrei sind, nähert sich bei beliebig hohem Einkommen, bei 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde Einkommen pro Jahr, nähert sich das diesen 45% einfach nur immer dichter an. Wir landen aber nie 100%, also nie genau auf 45%, sondern es wird immer nur dichter. Das werdet ihr mit Sicherheit so aus der Schule kennen, so Näherungskurven. Aber ein Durchschnittseinkommen von exakt 45% hat quasi niemand. Und das Ganze ist wichtig zu verstehen, weil darauf aufbauend ist das Ehegattensplitting. Das heißt, wenn ihr in einer Ehe wohnt, dann wird genau damit ein bisschen rumgespielt. Und zwar habe ich dazu zu meiner Linken ein weiteres Beispiel. Und zwar sehen wir einmal die grüne Kurve, das ist quasi der Durchschnitts, also das ist quasi die Steuer, die ich zahlen muss, quasi der Durchschnittssteuersatz, also die Steuer, die ich zahlen muss für ein bestimmtes Einkommen. Die grüne Linie sagt mir zum Beispiel, dass ich bei einem Einkommen von 120.000 Euro gut über 40.000, also ungefähr 42.000 Euro Steuern zahlen muss. Und kann jetzt hier nachgucken, bei 60.000 zahle ich ungefähr 15.000 Euro Steuern. Die rote Linie ist quasi das Optimum, was ich rausholen kann aus dem Splitting-Tarif. Weil bei einer Ehe wird das gesamte Einkommen beider Lebenspartner zusammengerechnet, dann quasi durch die Hälfte geteilt und dann versteuert. Das heißt, alle Grenzen bei Ehepartnern sind doppelt so hoch. Das heißt, da ist der Grundfreibetrag nicht 9.744 Euro, sondern dann 19.488 Euro. Das heißt quasi das Doppelte. Das macht quasi keinen Unterschied, wenn beide gleich viel verdienen. Aber es macht einen Unterschied, wenn beide unterschiedlich verdienen. Und da haben wir gleich ein Berechnungsbeispiel, was sehr viel Theorie ist. Was ich nur zeigen will, der maximale Nutzen oder der maximale Vorteil aus dem Ehegattensplitting, das ist quasi die blaue Linie. Das ist die Steuerersparnis, die ich haben kann, wenn ich das Maximum raushole. Das wäre bei einem gemeinsamen Einkommen von 120.000 Euro, wären es ungefähr 10.000 Euro Steuerersparnis. Und die haben quasi eingetragene Lebenspartnerschaften nicht, aber gleichgeschlechtliche Ehen schon. Damit das ein bisschen klar wird, habe ich einfach mal ein Beispiel, was wir durchrechnen. Und das verdeutlicht hoffentlich, wann das Sinn ergibt, das zusammenzumachen und wann nicht. Und zwar haben wir erstmal ein Beispiel, wir haben in beiden Fällen haben wir ein Familieneinkommen von 60.000 Euro pro Jahr. Und zwar im ersten Beispiel, das heißt das obere Beispiel einmal, verdient Partner 1 30.000 Euro pro Jahr, muss, können wir ungefähr nachgucken, 30.000 Euro ist hier die Mitte, zahlt dann ungefähr 5.000 Euro Steuern. Hier geht es wirklich nicht um Cents, hier geht es grob um die Logik. Das heißt, bei 30.000 Euro Steuern werden 5.000 Euro Steuern gezahlt. Ehepartner 2 verdient auch 30.000 Euro und zahlt
welche Überraschung, auch ungefähr 5.000 Euro Steuern. Wenn die beiden Ehepartner nur zusammen eine Steuererklärung machen, dann zahlen sie, das können wir auch einmal nachgucken, das heißt, sie verdienen 60.000 Euro und die rote Linie, was für Verheiratete, zahlen ungefähr 10.000 Euro. Das heißt, hier 30.000 gucken wir ja die grüne, weil wenn sie alleine eine Steuererklärung machen würden, würden sie halt die grüne Linie nehmen, weil Einzelveranlagung, bei Zusammenveranlagung nehmen wir die rote Linie, sind ungefähr 10.000 Euro. Da ist es also vollkommen egal. Das heißt, wenn beide Ehepartner exakt gleich viel verdienen, dann ist es vollkommen egal, ob ihr zusammenveranlagt oder das beides einzeln macht. Ergibt einfach exakt das Gleiche. Den maximalen Nutzen zieht ihr daraus, wenn ihr sehr, sehr große Einkommensdifferenzen habt. Und was ist der größte Einkommensdifferenz? Ist, wenn einer gar nichts verdient und der andere ganz viel verdient. Das heißt, wir bleiben immer noch bei einem Familieneinkommen von 60.000 Euro. Partner 1 hat ein Einkommen von 60.000 Euro, der verdient quasi das gesamte Familieneinkommen. Ehepartner 2 verdient gar nichts. Hier würden wir jetzt hingehen und sagen, ich bin Einzelveranlagung, nehme die grüne Linie, 60.000 Euro, bin ich bei ungefähr 15.000 Euro Steuern. Da der Ehepartner aber gar nichts verdient, habe ich auch ein Familieneinkommen von 60.000 Euro und dann kann ich Zusammenveranlagung machen und dann kann ich die rote Linie anschauen und sagen, bei 60.000 Euro Zusammenveranlagung zahle ich 10.000 Euro Steuern. Das heißt, ich zahle 5.000 Euro Steuern weniger und das ist auch die blaue Linie. Was ist meine Steuerersparnis maximal? In diesem Fall ist es ein maximales Beispiel, sind es ungefähr 5.000 Euro, die ich steuerlich spare, weil ich eine Ehe bin. Und dieses Recht haben halt eingetragene Lebenspartnerschaft nicht, Ehen aber schon und hatten auch Ehen immer. Und jetzt, da quasi gleichgeschlechtliche Partnerschaften auch eine Ehe eingehen können, auch steuerrechtlich, rechtlich gesehen mit den gleichen Rechten und Pflichten, haben sie auch die Möglichkeit, diese Zusammenveranlagung. Warum das Ganze? Also wie funktioniert das eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Das liegt halt an diesem Spitzensteuersatz. Weil wenn ich hier jetzt jemanden habe, der 60.000 Euro verdient, der ist halt schon ganz oben, der hat schon Steuersätze hin. Und ein Ehegattensplitting wirft quasi das gesamte Einkommen der Familie, also der Ehepartner, zusammen und hat dann quasi doppelte Grenzen. Also sehr bildlich gesprochen, wir rechnen das gesamte Einkommen zusammen und teilen dann durch 2. Das heißt, bei 30.000 und 30.000 haben wir insgesamt 60.000, teilen durch 2, versteuert jeder 30%. Ist also kein Unterschied, weil ob Zusammenveranlagung und getrennte Veranlagung, jeder versteuert immer 30%. Anders ist es halt, wenn einer 0 Euro reinpackt und der andere 60.000 reinpackt und dann teilt es durch 2 und dann versteuert jeder 30%. Das heißt, der Spitzensteuersatz, das heißt, der ist einfach viel niedriger, weil jeder jetzt nur noch bei 30.000 Euro Einkommen liegt und nicht bei der eine bei 60, wo der Spitzensteuersatz viel, viel höher, also dieser Grenzsteuersatz viel, viel höher ist als bei der getrennten, bei der gemeinsamen Veranlagung. Und genau, der geht natürlich auch nicht ins Unendliche, weil wenn dann das Gesamtfamilieneinkommen so hoch ist, also halbe Millionen ist, dass da nur noch ganz wenige Änderungen sind und du quasi durch ein Einkommen aus der Familie, aus der Ehe, insgesamt so einen hohen Prozentsatz schon hast, dann wird der Vorteil einer Ehe auch immer kleiner. Und dann nähert sich halt einfach der Steuersatz immer mehr den 45% an. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Wenn du jetzt also wissen möchtest, wie hoch dein steuerlicher Vorteil ist, wenn ihr quasi gemeinsam eine Steuererklärung macht, dann ist eigentlich diese Darstellung für dich entscheidend. Und zwar ist das immer die maximale Ersparnis. In der Praxis sieht es ja eher so aus, dass jetzt, keine Ahnung, bei einem 60.000 Euro Jahreseinkommen der eine vielleicht 40.000 verdient, der andere 20.000 und so weiter. Auch da spart ihr Geld. Da spart ihr dann vielleicht keine kompletten 5.000 Euro, sondern nur einen kleineren Anteil. Aber in der Regel, also man kann immer sagen, wenn ihr unterschiedlich viel verdient, dann lohnt sich die Zusammenveranlagung immer. Weil das eigentlich, sobald ihr 1 Euro unterschiedlich verdient, lohnt sich das schon. Denn sind es halt bei euch an Steuersparnis nur so ein paar Cent. Aber sobald ihr unterschiedlich hohes Einkommen habt, lohnt sich die Gesamtveranlagung eigentlich. Das heißt eigentlich, sie lohnt sich immer, wenn ihr unterschiedlich hohes Einkommen habt. Ich hoffe, es war nicht zu sehr verwirrend und dieses Beispiel hat es ein bisschen deutlicher gemacht. Es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, das durchzurechnen.
was das eigentlich bedeutet. Wenn du dir unsicher bist, ob und wie ihr das machen wirst, würde ich dir tatsächlich vielleicht empfehlen, dass du, ich bin ein riesengroßer Fan von smartsteuer.de, das ist so ein, quasi so ein für die private Steuererklärung, so ein Steuererklärungstool. Probiert das mal bei smartsteuer aus. Das Schöne an smartsteuer ist, dass der Aufbau sehr, 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 sehr einfach ist und ihr könnt euch einfach anmelden und ihr müsst noch nichts bezahlen. Ihr müsst quasi für die Steuererklärung erst bezahlen, wenn ihr es am Ende abschickt. Das heißt, ihr könnt aber in das Tool eintragen, was ihr wollt und könnt euch dann immer noch dagegen entscheiden, nee, ich will gar nicht abschicken und zahlt dafür keinen Cent. Dann ist es quasi steuerfrei. Das heißt aber, wenn ihr für euch erstmal euren Steuervorteil ausrechnen müsst, das ist auch generell, ob ihr euch überlegt, ob ihr, wenn ihr keine Steuererklärung machen müsst, euch aber überlegt, ergibt das vielleicht Sinn, tragt da einfach mal eure Zahlen ein, wird euch schon mal grob angezeigt, was ihr an Erstattung wiederbekommt und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr es tatsächlich abschickt oder nicht. Meine persönliche Empfehlung, ich kriege dafür nichts, smartsteuer.de. Das ist quasi einmal der Splitting-Tarif. Dann kommen wir zu dem Punkt Jahressteuergesetz 2018. Der Gesetzgeber hat gesagt, ihr könnt quasi, wenn ihr jetzt eure eingetragene Lebenspartnerschaft umwandelt in eine Ehe, dann ist das so, als wenn die Ehe von Anfang an bestanden hat. Und ich sehe das noch ab und zu, das ist leider vorbei, dass du quasi alle Steuererklärungen nochmal neu machen kannst. Du kannst ja eine eingetragene Lebenspartnerschaft seit 2001 quasi haben und es war noch bis Ende letzten Jahres möglich, alle Steuererklärungen noch einmal zu machen. Das heißt, diesen Steuervorteil durchs Ehegattensplitting, die konntet ihr quasi für alle Jahre 2001, natürlich in den Jahren, in denen ihr dann die eingetragene Lebenspartnerschaft hattet, konntet ihr für alle wiederholen. Und hier rede ich über 5.000 Euro Steuerersparnis. Das waren in einigen Fällen halt 18 Jahre mal 5.000 Euro zusätzlich dann unter Umständen noch einige Zinsen und solche Sachen. Da ging es um sehr, sehr, sehr viel Geld. Das ist leider seit Ende 2020 nicht mehr möglich, dass ihr alle geschlossenen Fälle, also alle Steuerbescheide, wo die Einspruchsfrist schon abgelaufen ist und so weiter, dass ihr die nochmal ändern lasst. Das geht leider nicht mehr. Was aber noch geht, ist, dass wenn ihr eine eingetragene Lebenspartnerschaft und habt und einen Steuerbescheid bekommt, ihr könnt jeden Steuerbescheid noch ändern, bei denen quasi noch die Einspruchsfrist läuft. Das heißt, auch wenn ihr jetzt gerade vor, keine Ahnung, einer Woche den Steuerbescheid für 2018 bekommen habt, weil ihr ein bisschen zu spät waren, könnt ihr das noch theoretisch ändern lassen. Oder wenn ihr jetzt noch 2019 zum Beispiel noch offen habt und so weiter, könnt ihr das da natürlich noch berücksichtigen und auch eine Zusammenveranlagung machen. Wenn ihr das alles nicht gemacht habt, dann wenigstens für 2020, das heißt die Steuererklärung, die jetzt ansteht, könnt ihr da wenigstens Zusammenveranlagung beantragen. Aber weil ich das relativ häufig höre, dass man noch alle auch abgelegten, archivierten Steuerbescheide nochmal wieder aufmachen kann, das geht leider seit Ende letzten Jahres nicht mehr. Was jetzt noch geht, ist halt die Änderung aller offenen Fälle. Kommen wir zu dem ganzen Thema. Und das ist ja natürlich für alle interessant, ist, wer muss eigentlich so eine Steuererklärung abgeben? Wichtig ist, wenn du selbstständig bist, dann musst du quasi eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, egal ob du Gewerbetreibender bist, ob du Freiberufler bist und so weiter, dann musst du immer eine Steuererklärung abgeben. Auch wenn ihr euch für eine gemeinsame Veranlagung entscheidet und dein Ehepartner quasi selbstständig ist oder Gewerbetreibender ist und so weiter, dann müsst ihr quasi zusammen eine Steuererklärung abgeben. Ergibt halt auch immer Sinn, wenn ihr unterschiedlich viel verdient. Also steuerlich ergibt das Sinn. Keine Steuererklärung müsst ihr abgeben, wenn ihr ausschließlich angestellt seid oder, ich würde mal sagen, langweilige Kapitaleinkünfte habt. Das heißt, wenn ihr Zinseinnahmen habt oder Dividenden habt, also Kapitaleinkünfte, wo die Kapitalertragssteuer schon einbehalten wurde. Das heißt, Lohnsteuer und Kapitalertragssteuer haben abgeltenden Charakter. Das heißt, wenn ihr nur Einkommen habt, wo ihr quasi schon Steuerabzüge habt, dann müsst ihr nicht noch einmal im Jahr eine Steuererklärung machen. Ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, ihr müsst es aber nicht machen. Alle Leute, die irgendwie selbstständig sind oder mit Selbstständigen verheiratet sind, macht eine Steuererklärung. Das gilt auch für alle möglichen anderen Einkunftsarten. Das heißt, wenn ihr sonstige Einkünfte habt, weil ihr zum Beispiel mit Kryptowährungen gehandelt habt oder wenn ihr, wie gesagt, selbstständig seid, Vermietungseinkünfte habt, all solche Sachen, müsst ihr immer eine Steuererklärung machen. Hier ein kleiner Spoiler, und zwar, welche Formulare müsst ihr abgeben? Mein persönlicher Tipp habe ich quasi, steht schon im Chat, findet ihr im Chat, smartsteuer.de. Damit solltet ihr, also ist wirklich persönlich meine Empfehlung, ich mache immer für meine ganze Familie, die fragt mich immer, wie sie ihre Steuererklärung machen müssen. Das gehört leider so zum Beruf des
Steuerfachmenschen, dass man ständig gefragt wird von ganzen Bekannten und Familienkreis. Smartsteuer ist das, wo wie meine Mama, meine Schwester, mein Papa und alle ihre Steuererklärung machen, was ich persönlich privat auch immer empfehle und was ich euch natürlich auch empfehle. Aber welche Anlagen müsst ihr machen? Das heißt, dazu gibt es auch noch mal ein detaillierteres Video am Donnerstag, um das nicht zu verpassen, idealerweise den Kanal abonnieren. Ansonsten gibt es aber den Hauptvordruck, den solltet ihr abgeben. Für bestimmte private Ausgaben, die ihr steuerlich absetzen könnt. Auch dazu gibt es tatsächlich ein Video, das ist schon hochgeladen auf dem Kanal. Das heißt Betriebsausgabe, außergewöhnliche Belastung, Sonderausgaben. Da gibt es unterschiedliche Dinge, die ihr absetzen könnt. Da bin ich schon mal eine ganze Stunde vertieft darauf eingegangen. Aber es sind zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen. Das heißt, dafür gibt es eine besondere Anlage, dann gibt es Sonderausgaben, das ist vor allen Dingen Altersvorsorge, Versicherung und so weiter. Außergewöhnliche Belastungen, das sind so überraschende Kosten, die ihr hattet. Beispielsweise, wenn ihr letztes Jahr Corona hattet und da viel Kosten entstanden sind, das sind so Krankheitskosten. Das haben vielleicht einige von euch auch schon mal gehört, dass ihr Krankheitskosten ansetzen könnt. Das tragt ihr alles in die Anlage außergewöhnliche Belastung ein. Wenn ihr denn Anlagekind habt, also wenn ihr ein Kind habt, dann Anlage Kind, relativ logisch. Und es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Anlagen. Und was natürlich wichtig ist, einmal die alle steuerlich geltend macht, also alle steuerliche Möglichkeiten, was ihr absetzen könnt, dafür gibt es Anlagen. Und es gibt Anlagen für eure unterschiedlichen Einkommensquellen. Das heißt, Angestelltentätigkeit heißt steuerlich nicht selbstständige Arbeit, Renten, Vermietung, Verpachtung, Landwirtschaft, Kapitaleinkünfte, sonstige Einnahmen und so weiter. Und wenn ihr selbstständig seid, dann ist für euch entweder interessant, seid ihr Gewerbebetrieb, dann habt ihr Anlage G oder ihr seid freiberuflich, dann ist Anlage S und ihr müsst quasi eure Gewinnermittlung auch noch einreichen in der Anlage EÜR. Und wichtig, und das gilt für alle Selbstständigen, für letztes Jahr bitte Anlage Corona-Hilfen ausfüllen, auch wenn ihr keine Corona-Hilfen bezogen habt, denn schreibt halt einfach 0 rein, dann habt ihr aber wenigstens einmal erklärt, dass ihr sie nicht bekommen habt. Darüber erklärt ihr dann quasi, was ihr bekommen habt. Wenn ihr es bekommen habt, tragt ihr da natürlich bitte ein, was ihr an Corona-Hilfen bekommen habt. Wie gesagt, ich möchte das ganze Thema jetzt nicht so wahnsinnig ausbreiten hier. Dazu kommt am Donnerstag auf diesem Kanal nochmal ein einzelnes Video. Und wenn ihr Mandant bei uns seid, so what, dann kümmern wir uns darum. Ihr müsst da dann nichts weiter machen. Das heißt, wir kommen auf euch zu, fragen bestimmte Sachen ab, die ihr uns dann bitte zur Verfügung stellt. Und dann bereiten wir alles für euch und ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Könnt ihr auch das auch alles direkt wieder vergessen, welche Anlagen und so weiter. Das müsst ihr euch nicht weiter darum kümmern. Ansonsten gehe ich noch mal ganz kurz auf Kinder ein, weil die Situation mit Kindern ist auch bei gleichgeschlechtlichen Ehen natürlich relativ neu. Weil Kinder in einer Ehe und generell Kinder habt sich auch über die Jahre verändert, weil Kinder war nicht möglich von Anfang an adoptieren, quasi, dass beide Kinder quasi die Erziehungsberechtigten für dieses Kind sind. Und dadurch hat sich auch in Bezug auf Kinder, gerade in der gleichgeschlechtlichen Ehe in den letzten Jahren, auch viel getan. Und deswegen gehe ich auf diese Punkte nochmal kurz ein. Kind ist grundsätzlich, also per Definition, ist im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandt oder Pflegekinder, und zwar bis zum 18. Lebensjahr, das heißt, bis sie volljährig sind. Ausnahmen, das heißt, sie können auch älter sein und trotzdem noch in eure Steuererklärung gehören. Das heißt, wenn ihr auch eine gleichgeschlechtliche Ehe habt und Kinder habt, die vielleicht älter als 18 sind, können sie trotzdem auch noch in eurer Steuererklärung Berücksichtigung finden. Und zwar, wenn es noch in Ausbildung ist, wenn es als Entwicklungshelfer tätig ist, wenn es im Wehr- oder Zivildienst ist, wenn es ein freiwilliges soziales Jahr macht oder ein freiwilliges ökologisches Jahr macht oder halt auf Ausbildungsplatzsuche ist oder einen Ausbildungsplatz hat und so weiter. Dann gehört das Kind auch noch in eure Steuererklärung. Und dann könnt ihr teilweise auch noch einiges an Kosten für dieses Kind in der Steuererklärung geltend machen. Was ihr aber auch könnt, ist vor allen Dingen das Kindergeld beziehen oder den Kinderfreibetrag in eurer Steuererklärung geltend machen. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird auch vom Finanzamt, da braucht ihr gar nichts großartig machen. Es wird immer geprüft, ob das Kindergeld für euch günstiger ist. Das heißt, ihr bekommt ja monatlich Kindergeld von der Familienkasse. Oder ihr könnt in der Steuererklärung aber auch einen Kinderfreibetrag geltend machen. Und das ist manchmal günstiger als das Kindergeld. Und dann wird das quasi verrechnet. Und dann habt ihr aber einen größeren steuerlichen Vorteil. Das heißt, es gibt grundsätzlich zwei Varianten für Familien, um Familien mit Kindern zu unterstützen. Ihr könnt nur eine Variante in Anspruch nehmen, aber das macht das Finanzamt, prüft das quasi automatisch. Ihr müsst da jetzt nicht groß hin und her rechnen. Alle Steuerberechnungstools, Smartsteuer, ich habe alle anderen noch nicht genannt. Ihr könnt aber auch Taxfix natürlich nehmen, ihr könnt Steuerbot nehmen, ihr könnt Wundertext nehmen, ihr könnt
Steuersparerklärung nehmen, ihr könnt das Lidl-Programm nehmen, das Aldi-Programm, das Penny-Programm. Jeder verkauft ja irgendwie Steuererklärungstools. Wenn ihr selbstständig seid, dann sinkt die Auswahl leider erheblich. Und deswegen gerne Smartsteuer, weil Smartsteuer ist tatsächlich für Selbstständige, glaube ich, mit das beste Tool aktuell. Aber genau, die Tools berechnen das alles im Hintergrund, aber das macht das Finanzamt auch, wenn ihr es vergessen solltet. Das heißt, Kindergeld, wisst ihr, wenn ihr Kindergeld bekommt, wisst ihr, was es ist, kriegt ihr regelmäßig Geld. Fürs erste Kind sind es 219 Euro seit diesem Jahr, fürs dritte Kind 225 Euro, ab dem vierten Kind 250 Euro pro Monat pro Kind. Kinderfreibeträge ist ein fester Betrag, den ihr quasi nicht versteuern müsst. Das sind 2.586 Euro in diesem Jahr. Auch diese ganzen Beträge, die ändern sich regelmäßig. Und es wird dann, nur dass ihr es mal gehört habt, quasi verglichen, was günstiger ist. Ist es günstiger, einen Betrag zu haben, den ihr quasi nicht versteuern müsst, oder ist es das günstiger, dieses ganze Geld, also die ganze Kindergeld zu bekommen? Pauschal kann man sagen, wenn dein Steuersatz hoch ist, das heißt, wenn ihr einen hohen durchschnittlichen Steuersatz habt, dann lohnt sich häufig der Kinderfreibetrag. Wenn ihr einen niedrigeren Steuersatz habt oder vielleicht gar keine Steuern zahlt, weil ihr unter dem Grundfreibetrag seid, dann ist es häufig das Kindergeld, was günstiger ist. Grundsätzlich gibt es aber auch, wenn ihr alleinerziehend seid, dann gibt es einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das heißt, auch da gibt es nochmal einen Freibetrag, speziell für Alleinerziehende. Das Geld gilt für dich natürlich auch. Und das ist tatsächlich relativ interessant, finanziell vor allem, Kinderbetreuungskosten. Das heißt, zwei Drittel der Kosten für die Betreuung von Kindern können als Sonderausgabe geltend gemacht werden. Findet ihr in dem Video, das verlinkt ist, quasi im Chat, findet ihr genaue Erklärungen, wo und wie Sonderausgaben einzutragen sind. Aber ihr könnt bis zu 4.000 Euro pro Kind Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend machen. Und das ist ordentlich. Also das ist, wenn du überlegst, wie viel Steuern du sparst, ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, wie dein Steuersatz ist. Aber das kann steuerlich schon sehr, sehr interessant sein, wenn du halt Kinderbetreuungskosten hast. Warum ist das Ganze so? Eigentlich auch relativ einfach nachzuvollziehen, weil der Gesetzgeber natürlich das unterstützen möchte, dass deine Kinder betreut werden und du eventuell parallel arbeiten kannst und Geld verdienen kannst. Aber es ist natürlich auch in einer Ehe, wo dann zum Beispiel einer zu Hause ist und der andere Geld verdient und so weiter. Wie gesagt, da gibt es gar keine Unterschiede mehr zwischen einer gleich- oder gemischtgeschlechtlichen Ehe. Da sind wir Gott sei Dank inzwischen gleichgestellt. Falls du noch für die Jahre Steuererklärung offen hast, indem du noch eine eingetragene Lebenspartnerschaft warst, dann gilt das für diese Jahre leider nicht. Du findest aber unter diesem Video, habe ich glaube ich schon mal erzählt, was heißt, habe ich hundertprozentig erzählt, da findest du nochmal eine Anleitung, wie du quasi das umwandeln kannst von einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, also eingetragenen Lebenspartnerschaft, in eine Ehe. Und dann erst mit der Ehe und auch erst dann, das geht nicht automatisch, erst dann hast du quasi auch alle steuerlichen Vorteile, die du nutzen kannst mit der Zusammenfahrung. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart, und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche oder in einer der nächsten Wochen. In den nächsten Tagen kommen einige spannende Videos auf dem Kanal online. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wie immer eigentlich, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken und wünsche euch einen schönen Abend, schöne Woche noch. Bleibt gesund, und wir sehen, hören, schreiben uns hoffentlich in der Zukunft. Bis dahin, ciao.